Ja, danke für die Einleitung. Herzlich willkommen dann auch nochmal. Coole Location und so. Ich darf euch heute über das schwierige Verhältnis zwischen NutzerInnen und Security was erzählen. Quasi so einen kleinen Ist-Zustand und was, was meine Arbeit so ist. Also mein Jobtitel ist so ein ganz fancy Titel, da heißt Security Awareness Specialist. Geht's? Darf ich kurz fragen, wer ist denn hier im Publikum oder wer würde sich denn im Publikum hier als Security-Experte bezeichnen? Was für eine Security? Wenn du die, wer hat die Frage gestellt? Ich. Du, dann bist du Experte. Kann man schon mal so sagen. Wunderbar, okay. Also normalerweise habe ich es mit den Security-Experten zu tun, also die, die sich mit dem Thema auskennen. Genau. Ich mache einfach weiter, gell? Also wie gesagt, ich arbeite bei Switch. Wer Switch nicht kennt, wir betreiben das National Research and Education Network in der Schweiz. Das heißt, wir arbeiten mit den Schweizer Hochschulen zusammen, mit Hochschulnahenorganisationen. Und wir sind die Registry für die .ch und .ai Domains und arbeiten deswegen auch mit Registraren und anderen Organisationen aus der Privatwirtschaft zusammen. Ich arbeite dort im Computer Emergency Response Team, also im Security Team. Bin dort nicht mehr die einzige Frau, aber die einzige Literaturwissenschaftlerin. Genau. Ich führe euch jetzt mal so langsam ran an das ganze Thema Nutzer und Nutzerinnen und Security. Weil wer denkt nicht, dass es ein schwieriges Verhältnis ist? Gut, dann weiß ich schon mal, dass ich darauf nicht mehr eingehen muss. Genau. Und um sich zu überlegen, wie das Verhältnis zwischen Nutzer und Nutzerin und Security irgendwie verbessert oder überhaupt mal angeschaut werden kann, muss man sich erstmal überlegen, was versteht denn der allgemeine Nutzer so unter dem Thema Security, was verbindet er damit? Und wenn ich wissen will, was die Allgemeinheit über ein Thema denkt, frage ich meistens die Google-Bildersuche. Und wenn wir das machen und nach Security suchen, sieht das ziemlich homogen aus. Also wir haben ganz viel Blau, ganz viele blaue Schlösser, aber jetzt habe ich ja nur noch Security gegoogelt. Wer weiß, vielleicht sieht das bei Internet Security ja anders aus. Nicht wirklich. Kaspersky hat da irgendwie scheinbar ein Produkt, ansonsten ist auch ziemlich blau und voller Schlösser. Cyber Security, Cyber ist ja das Wort, was die Allgemeinheit so benutzt in dem Kontext. Auch da noch viel schlimmer, hier haben wir auch schon die ein, zwei die schwarzen Kapuzen, die in dem Umfeld, in dem Kontext auch wieder auftauchen. Genau, das heißt, wenn man den allgemeinen Nutzer und Nutzerinnen nach Security fragt, haben die im Kopf blaue Schlösser. Man fragt sich jetzt, wo sind sie selbst, weil irgendwie sind sie ja Teil der ganzen Security-Prozesse, aber die spielen für sich, also aus der eigenen Sicht, gar keine Rolle. Dann können wir uns ja auch nochmal fragen, was nehmen die denn für Bedrohungen wahr? Also wovor schützt sich der allgemeine Nutzer, so wenn er irgendwie was Security-mäßiges macht? Genau, die Security Threats werden im Englischen, weil IT ist meistens sehr anglophil und Sicherheit hat im Deutschen so ein bisschen schwierige, sehr, sehr vielseitige Bedeutung. Das nur so am Rande. Genau, das gleiche Prozedere, Security Threats. Da haben wir schon den Kapuzen. Meistens haben wir auch diese Menschen mit den Masken, die irgendwie aus Bildschirmen rausgreifen oder rauskommen. Ein bisschen bunter, weil es, also Rot kommt noch dazu zum Blau. Wenn wir nach Internet-Threads schauen, wird es noch mehr. Eben da wird mal der Mensch aus der, die Hand aus dem Monitor, der Kapuzenmensch, der Mensch mit der diese Masken halt. Genau, Cyber-Threads. Da wird es dann ganz prominent, also schwarze Kapuzen, wenn man einen Hoodie hat, ist man quasi ein Cyberthreat. Genau, das heißt, wenn wir das jetzt zusammenfassen, wenn der allgemeine Nutzer an Security denkt, denkt er an blaue Schlösser, und wenn er sich mit Rot fühlt, an schwarze Hoodies. Nehmen wir das jetzt einfach mal so hin, das ist natürlich sehr einseitig. So, dann habe ich da in der Beschreibung gesagt, wir reden heute auch über Stereotypen. Da möchte ich ganz kurz vorwegnehmen, Stereotypen sind natürlich eine starke Vereinfachung
von Sachverhalten. Das heißt, das entspricht natürlich nicht der Realität. Das ist jetzt nur einfach so, um das mal ganz plakativ mit euch kurz zu besprechen. Also in meiner täglichen Arbeit begegne ich sehr häufig diesen drei Stereotypen. Einmal den unbewusst inkompetenten Typ, den Ich-hab-nichts-zu-verbergen-Typ, über den wir heute Morgen schon in der Keynote viel gehört haben, und den Paniktyp. Den unbewusst inkompetenten Typ trifft man sehr häufig in Kommentarzeilen zu Artikeln, zu irgendeinem Datenleak oder sonst irgendwas, was mit so Cyber im Titel drüber steht oder so. Hier jetzt beispielhaft der Artikel in 20 Minuten, und zwar ging es in dem Artikel über den Datendump, auf den Troy Hunt aufmerksam gemacht hat und den Troy Hunt auch zugänglich gemacht hat über seine Evergreen-Porn-Plattform. Und in diesem Artikel wurde das einfach nur kurz erklärt und auch, also kurz, 20 Minuten Artikel, und auch, wie man sich starke Passwörter suchen sollte, weil in dieser Datensammlung gab es auch Passwörter, die im Klartext veröffentlicht wurden und so weiter. Dann findet man also so nette Kommentare, die alle irgendwie so Halbwahrheiten dabei haben, wie Passwörter müssen nicht komplex sein, sondern lang. Gut, kann man darüber streiten. Das Ding ist, dass diese Kommentare eigentlich alles eins gemeinsam haben, und zwar sind das meistens Meinungen. Das sind Leute, die es eigentlich nicht wissen, sondern nur denken, dass sie es wissen. Eben, die sind unbewusst inkompetent. Das sind auch die, die dann, wenn sich jemand, ein Security-Experte, sagt, nee, ja, du hast da nicht so ganz recht, das ist eigentlich so und so und so, die dann sagen, nee, ich habe auf Facebook gelesen, das ist so, deswegen glaube ich das. Genau. Man kennt den Typen. Das ist kein Einzelfenomen, wie gesagt, es ist ein Stereotyp. Und zwar habe ich hier nochmal zwei Ergebnisse aus einer Studie von LastPass. Die hat einen fancy Titel Psychologie der Passwörter. Und die haben herausgefunden, dass 21% der Befragten nicht glauben, dass die Verwendung desselben oder eines ähnlichen Passworts ihre Konten bzw. Informationen verstärkt gefährden. Sie glauben, also, und das ist in dem Fall ähnlich wie Wissen. Es gibt auch, also 51% der Befragten denken, dass Hacker nicht anhand von Informationen, die öffentlich zugänglich sind, Passwörter erraten können. Ich finde, das ist ein schwieriges Ergebnis einer solchen Studie. Aber gut, mit dem Post, den ich euch nicht vorenthalten möchte, weil ich finde den fast schon ein bisschen poetisch, gehen wir zum nächsten Typ. Und zwar den Ich-hab-nichts-zu-verbergen-Typ. Da hat es auch einiges dazu, aber gut. Und zwar, über den haben wir heute Morgen schon viel gehört. Da möchte ich ganz kurz die Anekdote von einem Freund von mir erzählen, den ich natürlich nicht beim Namen nenne. Der wurde gehackt auf Facebook. Das hat er auch auf Facebook gepostet, hat alle seine Freunde gewarnt, wenn ihr eine Nachricht von mir bekommt, ein Bild von ihm, dann nicht drauf eingehen, das war alles nicht von mir. Daraufhin habe ich ihn gefragt, zu rein aus professionellem Interesse, was ist denn da passiert? Dann hat er gesagt, ja, da war jemand, der hat sich mit deinem Account übernommen und hat halt Links auf günstige Sonnenbrillenshops verteilt an seine Freunde. Da habe ich gesagt, ja, was hast du denn da gemacht? Hast du denn das Facebook gemeldet irgendwie? Wie bist du damit umgegangen? Da hat er gesagt, nö, ist ja nichts passiert. Der Typ sendet jetzt keine Nachrichten mehr, ich sage, hast du bitte wenigstens das Passwort geändert? Nö. Dieser Smiley, den ich da hingepackt habe nach dem Nail, genau den hat er dir geschickt. Also er wusste, dass es irgendwie nicht so ganz richtig war, aber trotzdem fand das irgendwie witzig. Ich habe ihn nachher gezwungen, das zu tun. Das Passwort zu ändern. Genau, aber erst mit diesem Verhalten nicht alleine, nein, es würden auch 45% der Befragten von schon zitierter LastPass-Studie genauso machen. Die Leute ändern das Passwort nicht, weil sie gar nicht wissen, was sie damit riskieren. Und dann haben wir zu guter Letzt noch den Paniktyp. Das sind die Leute, die eine ziemlich diffuse Angst haben, diffus, weil sie gar nicht wissen, wovor. Die fühlen sich zu Recht beobachtet und haben das mitbekommen, dass eben Kameras übernommen werden können, dass Handys abgehört werden, dass ihre Aktionen im Internet beobachtet werden, aber sie wissen gar nicht so genau, wie das eigentlich funktioniert. Das heißt, auch da eine kurze Anekdote aus meinem privaten Umfeld. Ich habe eine Freundin, die sucht jeden Tag, wenn sie nach Hause kommt, ihren Fernseher, der nicht internetfähig ist und auch keine Kamera hat, nach einer Kamera ab. Gut. Sie legt ihr Handy, sie schläft nicht mit dem Handy im gleichen Raum, okay, hat aber ungefähr 3 Passwörter für ihre 200 Online-Konten.
weil sie einfach nicht so genau weiß, wie sie sich sicher verhalten und wie sie sich vor diesen Gefahren, vor denen sie Angst hat, schützen und was diese Gefahren eigentlich genau sind. Also, wer kennt eine oder mehrere von diesen drei Stereotypen, mehr oder weniger? Alle, wunderbar, gut. auch damit ist sie nicht alleine, das habe ich noch vergessen. Hier nochmal ein Ergebnis aus der Lars-Pras-Studie. 91% wissen, dass es gefährlich ist, dasselbe Passwort für mehrere Konten zu verwenden, aber 59% machen es trotzdem. Da weiß man nicht genau warum. Es kann aus sie wissen halt nicht, wie sich das aufschreiben, wie speichern, vom Passwortmanager noch nie was gehört, haben Angst davor, was auch immer, Faulheit. Ja, gibt mehrere Möglichkeiten. So, aber schauen wir uns mal die andere Seite an, also die Security. Ich rede jetzt hier einfach mal von der Security Community, damit meine ich Experten, aber auch Leute, die sich mit dem Thema beschäftigen. Was verstehen diese unter Security? Da gibt es, wie wir schon festgestellt haben und Sie ganz richtig gesagt haben, welche Security? Da gibt es also verschiedene Player, die sich mit verschiedenen Aspekten von Security auseinandersetzen. Das ist nicht abschließend, das ist so ein erster Wurf, den ich jetzt einfach mal hier aufgeknallt habe in der Schweiz. Das sind alles Gruppen, Orte, Firmen, in denen es Leute gibt, die sich auf Expertenlevel mit Security beschäftigen, für verschiedene Fachbereiche. Wo treffen die sich? Die treffen sich natürlich nicht mit schwarzen Hoodies und bei Pizza und Clubmorte in irgendeinem Keller, sondern auf Konferenzen. Da gibt es auch diverse, auch für diverse Fachbereiche. Und Security ist natürlich nicht Security, sondern es gibt sehr viele verschiedene Teilbereiche von Security, Network Security, Information Security, Physical Security, Data Security etc. etc., dass die alle irgendwie verschiedene, unterschiedliche Kompetenzen benötigen und auch unterschiedliche Technologien gebrauchen. Wenn man diese Security Community jetzt nach den Security Threats fragt, meint ihr, es kommen schwarze Hoodies? Ja. Gut, der dramatische Aufbau hat nicht funktioniert. Nein. Doch, Faktor Mensch. Faktor Mensch, ja genau, aber nicht. Gut. Es ist der Mensch, das sind alles Artikel, die ich jetzt, wir sind in der Schweiz, deswegen kommen mehr Sprachen als nur Deutsch oder Englisch. Das sind alles Artikel aus 2018, ich habe so eine gleiche Folie aus 2017, also es ist nicht schwer, solche Artikel zu finden. Aber natürlich habe ich schon nach Faktor Mensch gesucht. Jetzt schauen wir uns mal noch so ein paar Security-Studien an. Da ist dasselbe, wenn man im Unternehmen, also Security-Verantwortliche, nach dem größten Risiko befragt, was sie sehen für die Sicherheit der Daten in ihrem Unternehmen, ist das meistens der Mensch. Der Faktor Mensch. Das Fehlverhalten, nicht weil sie es nicht bösartig, sondern einfach weil sie es nicht wissen oder die Prozesse so sind, dass sie es nicht können, etc. Genau. So, jetzt haben wir halt das Problem, dass wir diese zwei Sichten auf Security haben. Wir brauchen aber beide Player zusammen, um überhaupt irgendwie ein gewisses Level an Sicherheit zu kreieren. Das ist jetzt, wie ihr wisst, kein neues Problem. Das ist schon ziemlich lange bekannt, dass man die Nutzer mit an Bord holen muss und dass die Nutzer nicht wirklich verstehen, worum es dabei geht bei Security. Das heißt, irgendwann hat man sich überlegt, wir machen sowas, wir erfinden sowas wie Security Awareness und damit wird alles gut. Okay, abgehakt, check, fertig, next. Aber fragen wir uns jetzt einfach mal, was ist denn Security Awareness eigentlich? Und wenn man da auf der Suche nach Definitionen geht, findet man das, wie gesagt, Security Awareness ist mittlerweile ein etabliertes Thema, in den meisten Security Standards, ISO, NIST etc. Irgendwo gibt es einen Absatz zu Security Awareness, teilweise auch erzwungen, um den Standard zu erfüllen. Das Problem ist, die gehen alle in die gleiche Richtung, aber sind nicht wirklich identisch, diese Definition. Das heißt, wir haben da vorne Security Awareness ist eins der fundamentalen Prinzipien. Bei NIST steht, es ist kein Training, sondern tatsächlich nur das Aufmerksammachen auf Security. Da oben, First Line auf Defense, Wound, was war wichtig. Bei Wikipedia geht es um das Wissen und das Verhalten der Mitglieder einer Organisation bezüglich Security. Das heißt, wenn ich jetzt jemand bin, der sich neu mit dem Thema beschäftigt, lese ich das alles und denke mir, okay. Ich schreibe mir das mal auf. Aus diesen vier Definitionen bekomme ich diese drei Punkte. Nummer eins, Security Awareness ist sehr wichtig, Security auch.
Security-Awareness-Maßnahmen sollen sensibilisieren und nachhaltig Wissen über Informationssicherheit vermitteln. Okay, wie mache ich das jetzt? Jetzt überlege ich mir, okay, Security ist sehr, sehr wichtig. Das heißt, ich brauche Ressourcen und kriege die ja auch, weil Security ist wichtig. Ist aber leider nicht so. Denn Security Awareness Report, das ist 2017 und 2018, hat herausgefunden, dass tatsächlich 2018 nur 6% nur 6% konnten 100% ihrer Arbeitszeit auf Security Awareness verwenden und die meisten haben so 1-25%. Das ist natürlich nicht viel für ihr ach so wichtiges Thema. Dann haben wir ja noch die Themen mit dem nachhaltig vermitteln und überhaupt aufmerksam machen. Das sind also eigentlich drei Bereiche. Also Security Awareness besteht aus drei Bereichen, drei Disziplinen. Einmal Awareness, das heißt Aufmerksamkeit und Interesse für Security erhöhen. Dann braucht es Bildung, Ausbildung, Education. Das heißt, die Zielgruppe muss die neuen Fähigkeiten und die Theorie dahinter lernen. Und dann braucht es natürlich noch Training für die Nachhaltigkeit. Das heißt, die Leute müssen das Erlernte auch üben und immer wieder anwenden. Das sind jetzt ganz klar Kommunikationsfachgebiete. Also es sind Kommunikationsmaßnahmen. Wer macht Security Awareness so das die meisten Zeit? Also wer sind die Leute, die verantwortlich für Security Awareness sind? Da zitiere ich auch nochmal den Security Awareness Report von SANS. Und der besagt, dass 2017, sowohl 2018, und ich glaube auch dieses Jahr wird es noch nicht anders sein, sind es zu 80 3/4 Leute, die in IT arbeiten. Das heißt, das sind Leute, die eigentlich keine Kommunikationsexpertise haben. Die müssen jetzt aber eine Kampagne aufziehen, Leute ausbilden, trainieren und irgendwie sensibilisieren. Schwierig, vor allem wenn die nur 1-25% ihrer Zeit dafür zur Verfügung haben. Aber, wie gesagt, wir sind ja bei Stereotypen, gucken uns die auch noch mal ein bisschen genauer an. Da haben wir das sind die, wie gesagt, nochmal die, die mir so im Alltag begegnen. Der Bitte-Bitte-Bitte-Typ, der autoritäre Typ und der Schadenfreude-Typ. Der Bitte-Bitte-Bitte-Typ ist eher so der Ängstliche. Das ist der die Verantwortung für Security bei sich selbst sieht und nicht auf den Nutzer abwälzt, das heißt auch alles macht. Das sind im Unternehmen meistens die, die irgendwie nicht schnell genug weggelaufen sind, wenn jemand die Security-Aufgaben verteilt hat. Das sind meistens irgendwie ITler, die das jetzt auch noch machen müssen. Im privaten Umfeld, so der WG, ist das meistens die Mitbewohnerin, die quasi als IT-Support missbraucht werden. Und wenn sie dann das WLAN-Passwort ein bisschen stärker machen wollen, werden sie ausgelacht und von der Party ausgeladen. So. Dann haben wir noch den autoritären Typ. Das sind die, die den Internetführerschein für alle Nutzer fordern. Das sind die, die das Internet am liebsten eigentlich abschalten wollen würden. Damit, ich meine, gut, das wäre die sicherste Lösung. Dann gäbe es das alles nicht mehr. Und das sind die im Unternehmensbereich. Das sind die zum Beispiel, die so simulierte Phishing-Kampagnen machen und wenn einer klickt, dann einfach sagt, so, bevor du jetzt nicht das 100-seitige E-Learning gemacht hast, darfst du deine E-Mails nicht mehr lesen und generell hast du eigentlich keinen Zugang, den Computer nehme ich dir auch noch weg. Und im privaten Umfeld sind das meistens die Fragen mit Antworten, ja, kannst du doch nachlesen oder musst du doch wissen, benutzt doch ein Handy, also musst du doch wissen, wie das geht, sowas in der Art. Und dann haben wir noch den Schadenfreude-Typ, das ist mein persönlicher Favorite. Das ist so der Typ im Unternehmensumfeld. Das sind die Leute, die so simulierte Phishing-Kampagnen nur machen, um sie so schwierig zu designen, dass möglichst viele Leute reinfallen. Damit sie dann zeigen können, hey, guck mal, ihr seid alle doof und ich nicht und ich habe es euch allen gesagt. Interessiert leider meistens keinen, das ist das Problem. Das sind auch die im privaten Umfeld, die sagen wir in der WG, irgendjemand hat Ransomware reingeschleppt, alles ist verschlüsselt, alle haben ihre Daten verloren und er rennt zwei Wochen später immer noch mit seinem Offline-Backup rum und sagt, ja, Pech gehabt, ich habe es geschafft und ich habe überlebt hier nicht. Genau, wie gesagt, Stereotypen. Ja, also, solche Leute gibt es natürlich abgegrenzt nicht, aber Mischformen. So, diese drei machen jetzt also Security Awareness.
zumindest im Unternehmensumfeld, beziehungsweise von denen wir es erwartet. Ist das eine gute Idee? Nein. Es ist aber jetzt so, worin resultiert das? In der Praxis ist das dann meistens so, wenn man Leute fragt im Unternehmen, hey, macht ihr Security Awareness? Und die Antwort ist ja, dann kann das alles heißen von, gestern habe ich meinen jährlichen Newsletter rausgeschickt, liest eh keiner, ist mir auch egal, aber Checkbox kommt rein, fertig. Oder ja, wir haben seit 10 Jahren eine Kampagne, die alle 3 Monate neue Themen bringt, einen fancy Internetauftritt hat mit Logo, Slogan, Live-Auftritten etc. Also soweit ist die Spanne. Das heißt, nochmal zum Resümee, was die größten Herausforderungen bei dem ganzen Thema Security Awareness sind. Ist Nummer eins, und das ist wirklich mit Abstand Nummer eins, ist die fehlende Kommunikationsexpertise von denen, die dafür verantwortlich sind. Security Awareness liegt immer noch meistens bei der IT, weil es Security vorne dran steht. Ich weiß nicht, was das ist, aber irgendwie hat sich über den Laufe der Jahre, wenn Menschen Security hören, die nichts damit zu tun haben, schieben es weg, wollen davon nichts wissen. Und das passiert bei Security Awareness auch. Vielleicht wird es was ändern, wenn man es umnimmt in, weiß ich auch nicht, Medienkompetenz Awareness oder so. Aber das ist ein großes Problem und das verursacht quasi auch die nächsten zwei. Und zwar generell gibt es geringe finanzielle und zeitliche Ressourcen für dieses Thema. Das liegt vor allem daran, dass der Security-Verantwortliche mit dem IT-Background, über dem Management, argumentieren muss, dass er finanzielle Ressourcen für Kommunikationsmaßnahmen braucht. Aber wie soll er erklären, was er da braucht, wenn er gar nicht versteht, was er da machen soll? Weil er keine Ahnung hat, was Kommunikationsmaßnahmen eigentlich sein sollen. Und dann natürlich die fehlende Unterstützung im Unternehmensumfeld vom Management und auch im privaten Umfeld immer noch dieses Label, wenn du bist zu paranoid oder es ist viel zu kompliziert, ich verstehe das eh nicht, etc. So, was machen wir jetzt? Gar nichts, Internet abstellen. Müssen Security oder das ganze Thema, das haben wir auch heute Morgen ja schon gehört, irgendwie in den noch mehr in den allgemeinen gesellschaftlichen Diskurs bringen. Aber momentan, was ich noch so beobachte, ist, dass die Security-Experten, die Security-Community für sich miteinander irgendwie befruchtet und unterhält und so weiter. Auf Fachchinesisch, das ist klar, das brauchen Experten, damit sie effizient sich unterhalten können. Aber selten das Aufbrechen. Das heißt, die anderen Bereiche der Gesellschaft, die brauchen Security, die brauchen dieses Wissen, wissen es aber meistens gar nicht, eben die sind unbewusst inkompetent und machen dann irgendwas, wo Security eigentlich eine riesen Rolle spielen würde und merken es dann irgendwann, aber das ist meistens schon zu spät, dann holen sie halt irgendwen dazu, der dann nur noch korrigieren kann, mehr oder weniger, aber nicht mehr konstruktiv von Anfang mit dabei arbeiten. Es fängt vom Gesetzesentwurf an bis hin zur Planung eines Studiengangs oder irgendwelchen Softwareentwicklungen in der Wirtschaft etc. Genau, wie machen wir das jetzt? Wir müssen die Sprache anpassen. Das heißt, deswegen sind die Leute schon bunt, das versteht man gern. Wir müssen die ganze Diskussion aufmachen, es muss gegenseitiger Austausch stattfinden und der muss auch gesucht werden, weil das passiert momentan, das passiert viel zum Beispiel, deswegen sind solche Veranstaltungen von der digitalen Gesellschaft so wichtig, weil hier Leute und Experten aus ganz vielen Bereichen zusammenkommen und sich miteinander austauschen über bestimmte Themen. Sehr, sehr wichtig. Also Interdisziplinarität, Diversität ist immer gut, Interdisziplinarität auch und bei Security ist es gut. Und da gibt es die halt noch nicht so beständig. Also das muss irgendwie erreicht werden, dass die Leute aufeinander zugehen. Und dann brauchen diese Leute, vor allem die Stereotypen, die ich euch am Anfang vorgestellt habe, die brauchen Anlaufstellen, vertrauenswürdige. Die haben sie noch nicht momentan. Ich habe da so ein paar aufgezeigt in der Schweiz. So ein paar Leute, die Informationen zur Verfügung stellen für unbedarfte Nutzer, Nutzerinnen, sag ich das mal, wo Leute sich Informationen holen können sich informieren können. Aber das Problem
Problem ist, dass es noch kein einheitliches Wording gibt zum Beispiel. Das Ding ist, es sind komplexe Sachen, die der allgemeine Nutzer, Nutzerin nicht sofort verstehen kann. Das heißt, bei der einen Plattform wird von Cybermobbing, bei der nächsten Cyberbullying, bei der nächsten Cybererpressung, was weiß ich, das gleiche Ransomware, Sextortion. Das sind alles Begriffe, mit denen die verschiedenen Plattformen und verschiedenen Kommunikationsorgane um sich schmeißen, damit es wirklich einheitlich kommuniziert. Und für den allgemeinen Nutzer, der sich sonst damit nicht beschäftigt, ist das sehr schwer zu verstehen und zu differenzieren. Genau, das heißt, auf organisationaler Ebene braucht es Leute, die sich in der Gesellschaft als Anlaufstelle irgendwie präsentieren. Das ist ja auch im Zuge der nationalen Cyberstrategie, ist das jetzt auch mit aufgenommen für die Schweiz. Genau. Und im privaten Leben auch am besten. Also wenn jemand hier, die sich vorhin gemeldet haben, als Security-Experten gerne einmischen in irgendwelche Online-Diskussionen, als eben die unbewusst Inkompetenten so ein bisschen fordern, sowas. 5 Minuten, dann nur ein ganz kurzes Beispiel, was ich ziemlich cool fand letztens gesehen, und zwar im Kommentar-Thread von diesem Post von Olivia Browser bei zum Ändere deinen Passwort-Tag. Da ging es darum, ist dein Passwort sicher, und darunter steht, dass eh egal, weil der Server der Anbieter wird gehackt und nicht dein Passwort. Und da gab es folgende Unterhaltung. Michael hat dann sowas gesagt, ja, ist ja lustig, aber stimmt alles eigentlich nicht so richtig, weil dennoch, wenn die Server gehackt werden, ist dein Passwort ja gehasht und bla bla. Daraufhin fragt Irene zu Recht, weil es ist kein Expertenforum, sondern es ist Facebook, fragt sie zu Recht, ja toll, was soll das heißen, habe ich nicht verstanden. Und Michael sagt nicht, ist mir auch egal, sondern er nimmt Irene ernst und versucht zu erklären, was Hashen heißt. Immer noch ein bisschen zu technisch für meine Rufe, aber immerhin, er nimmt sie ernst, er macht sie nicht lächerlich. Genau. Das hat anscheinend so viel Vertrauen geweckt, dass auch Daniel sich nochmal traut, eine Frage zu stellen, einen Tag später. Und dann noch in Klammern schreibt, Fragen von einem Nein, um sich vorhin schon zu entschuldigen, falls die Frage irgendwie doof ist oder so. Und Michael sagt auch dann, lehnt ihn auch da nicht ab, sondern fragt, klärt ganz nett und ich habe deine Frage nicht richtig verstanden, aber wenn du das und das meinst, dann ist das so und so und so und so. Finde ich super. Er hat seine Frage angepasst, er hat sich geöffnet. Sowas wäre cool, wenn man das öfter sieht. Also zum Abschluss nochmal ganz kurz zusammenfassen. Was irgendwie ein bisschen mehr passieren muss, ist, dass Security im allgemeinen Diskurs, im gesellschaftlichen Diskurs eine Rolle spielt. Dazu müssen wir, also ich sage jetzt mal ich als Security Community oder Teil der Security Community, müssen wir unsere Sprache anpassen, wir müssen uns öffnen und Zusammenarbeit überhaupt ermöglichen, auch andersrum, nicht nur rausgehen in die anderen politischen Teile, sondern die vielleicht auch mal reinholen, so wie es hier passiert zum Beispiel. Und wir müssen irgendwie Anlaufstellen geben. Dann hier noch die Quellen, weil die Folien bekommt ihr ja nachher alle, und das war's.